Ich stehe kurz vor Rang 9 in der Season 1 Hyperliga. Bei 2480. Ich war schon mal bei 2490, aber ja, man kennt das mit den Servern, ich will nicht. So, und werde heute mein Team spielen, mit welchem ich so circa in der Meisterliga Rang 10 geworden bin damals. Togekiss, Giratina in der Urform und Relaxo. Und hier habe ich Togekiss, Giratina in der Wandelform, Relaxo. Warum nicht in der Urform? Könnte ich auch mal versuchen, aber das Ding wird erst in der Meisterliga so richtig stark, weil es dann keine Wettkampfpunktebegrenzung gibt. Und in der Hyperliga kann man die Urform zwar auch verwenden, aber ich glaube, die Wandelform hat mehr Einsatzgebiete. Denn wenn man einen Konter bekommt gegen die Urform, dann geht man relativ schnell kaputt. Das hält relativ wenig aus. Ein Gengar! Spannend! Richtig spannend! Habe ich noch nie gesehen. Okay. So, deine Sofortattacken drücken schon ordentlich rein und ich muss auf jeden Fall schilden. Das sollte klar sein, denn so ein Spukball von Gengar, der legt alles in Schutt und Asche. Gefällt mir, dass man da auch mal andere Pokémon sieht. Ich glaube, ich kann dich leider nicht ganz kaputt bekommen. Okay. Wenn du schildest, glaube ich, kommst du aber nochmal zu einem Spukball. Und dann müsste ich schon mal zwei Schilde investieren. Soll ich auf Relaxo rüber dann? Ach komm schon. Weil ein Spukball auf Relaxo, da würde ich mir so richtig die Hände reiben. Das war ideal. Die Ladeattacke hat guten Schaden gemacht. Ich habe extra direkt nach dem vorherigen Video jetzt dieses aufgenommen, weil im vorherigen Video gab es nur in einem von 5 Kämpfen Serverprobleme. Und ich dachte mir... das ist echt... Aber hey, das Team von dem Gegner gefällt mir. Hat man das gesehen? Die Antikraft hat keinen Schaden verursacht und ich habe sie nicht zu wenig aufgeladen oder so und der Gegner hat auch nicht geschildert, weil der hat noch die Schilde. Ach ja, es ist wunderbar. Und das liegt nicht an meinem Internet. Ich kann Speedtest machen ohne Ende. Ich habe Top-Internet. Alles kein Problem. Das liegt... Natürlich kann es auch an eigenem Internet liegen. Keine Frage. Aber in diesem Fall ist das definitiv nicht das eigene Internet. Und da kommt ein Darkrai rein. Ein spannendes Team. Darkrai ist natürlich gegen mein... Also mein Giratina ist gegen das Darkrai nicht so gut dann noch. Und auch wenn es traurig ist, aber ich glaube, ich investiere das. Ist die Sofortattacke von Darkrai eine Geistattacke? Weil das kommt mir so vor. Das ist echt spitze. Ne, gerade. Okay, dein Team war definitiv nicht auf meines ausgelegt, aber mit sowas kann man bestimmt auch gut fahren. Definitiv. Oh, da bringst du noch die Attacke runter, aber... Wenn du auf die Unlichtattacke gedrückt hast, dann macht das wenig Schaden bei mir. Okay, sehr schön. Also, wenig Schaden. Mit wenig meine ich verminderten Schaden. Nicht falsch verstehen. Definitiv nicht falsch verstehen. Na, und wir haben das Giflor. Hast du einen Solarstrahl oder was hast du so krass aufgeladen? Keine Ahnung. Mein Relaxo habe ich noch, aber dazu kann ich dann nicht drüber wechseln als dritten Schutzschild. Der Gegner hatte schon seinen dritten Schutzschild, denn Antikkraft ist einfach nicht angekommen. Mondgewalt! Ach du meine Güte, das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Wow. Schönes Team. Holla die Waldfee, gefällt mir. Also gefällt mir im Sinne von, dass da 3 Pokémon waren, die man fast nie sieht. Wirklich. Sehr schön. Und bei denen wirkt eben der Überraschungseffekt. Man muss erst überlegen, boah, Giflor, schon lange nicht gesehen. Was willst du jetzt von mir? Solarstrahl oder... Oh, Mondgewalt, alles klar. Ich meine, ich hätte jetzt sowieso nicht schilden können, aber... Ne, genau, nur die Antikkraft gegen Gengar. Niantic, Niantic, Niantic. John, du schuldest mir eine Antikkraft. Schreiben wir es auf die Liste zu den anderen 500 Lehmschüssen und Aquahaubitzen und keine Ahnung, was da noch so alles passiert ist in der Welt. Aber ich habe natürlich auch schon welche gut geschrieben bekommen. Die der Gegner dafür nicht erhalten hat und so weiter. Es passiert immer beiden, aber in den letzten Tagen, vor allem seit ich kurz vor Rang 9 bin, hat es mich hart erwischt. Wirklich sehr hart. Und ein Melmetal, das finde ich ganz und gar nicht gut. Man könnte sagen, ja, aber Schilling, du hast doch Flammenwurf. Ich will Steinhagel, bitte. Nein, jetzt kann Kraftkoloss kommen. Sowas ist riskant. Du wechselst. Ich bedanke mich vielmals bei dir.
Boah, ich bedanke mich. Aber Moment mal, nein, vielleicht hast du dann keinen Kraftkoloss. Das kann natürlich auch sein. Du hast keinen Kraftkoloss, weil du hier auf deinem Quappo... Ja, haha, moin, Leute, Quappo Red ist der Chef. Ich zerfetze dich jetzt mit dem Blubbergefecht. Ich bin echter als echt. Einen Wuchtschlag hast. Und deshalb dachtest du dir, oh, brauche ich drüben keinen Kraftkoloss. Oder du bist schlau und willst dir das gegen meinen Togekiss aufheben. Das ist natürlich auch möglich. Ah, ich hätte auf Giratina wechseln sollen. Auch wenn... Naja, nein, doch nicht. Ich wollte den Steinhagel abfangen, denn das wäre richtig genial gewesen, wenn Melmetal dann auf 0 Energie ist. So, solche Aktionen muss man eben auch landen können, wenn man es schaffen möchte. Und ich habe das Gefühl, es... Nein! Dieses Gefühl hatte ich gerade definitiv nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es gut ist, wenn ich das Relaxo hier noch behalte, denn ich habe volle Energie bei Relaxo. Also volle KP meine ich, nicht Energie. Und rüber zu Togekiss, um dich sofort mit 2 Charms kaputt zu machen. Auch wenn ich jetzt hier kassiere, aber das war vielleicht doof. Na, schauen wir mal, wie viel das Ding aushält. Okay. Eine Antikkraft? Nein, nicht mal die kann ich unterbringen. Okay, dann war es ja komplett unnötig. Also, aber wirklich. Aber jetzt kann ich hier nochmal rein. Oh, ich hätte die Uhr weiter runter ticken lassen sollen. Weil du hast keinen Kraftkoloss. Ich pokere einfach, dass du keinen Kraftkoloss hast. Wenn du Kraftkoloss hast, war es sogar gut, dass du zuerst drankommst, weil danach deine Verteidigung um eine Stufe runtergesetzt ist. Du hast Kraftkoloss und bist rausgegangen. Oh, du spielst Spielchen mit mir. Du spielst Spielchen mit mir. Giratina hätte ich nicht unbedingt gegen Quappo reinholen können, weil dann... Schlecker, 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 Lecker, Lecker, weil die Verteidigung runterging. Weil dann ein Eishieb reinkommt und die gegnerische Attacke. Aber war gut, dass ich nicht gewechselt habe, um das abzufangen, weil es ist ein Eishieb. Oh, Wuchtschlag. Du hast sogar die komplette Energie ausgegeben, um auf sicherer Welle zu spielen. 1 gegen 1 und du hast einen Schild. Jetzt muss ich hoffen, dass es was ist, wo ich... Okay. Das war's. Leider. Außer, du hast nur eine Attacke und die Attacke ist Zweier. Aber wenn du 2 Attacken hast, dann hast du entweder Mondgewalt oder Aurora-Strahl. Nicht Aurora-Klinge, wie ich mal gesagt habe. Und... Weil ich jetzt hier andauernd Antikkraft einsetze, könnte es natürlich auch noch sein, dass ich den Boost erhalte. Pünktlich vor der Ladeattacke bekomme ich den Boost. Mondgewalt macht aber ein bisschen weniger Schaden. Und du musst jetzt... Oh nein, 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 nein. Warum jetzt Antikkraft? Jetzt schildert er ja. Nein, da habe ich jetzt mehr Energie ausgegeben. Du musst jetzt nochmal Mondgewalt einsetzen. Und meine Sofortattacken machen aber erhöhten Schaden gegen dich, weil sie vom Typ Geist sind. Hab ich ein Glück? Hab ich ein Glück? Ich bedanke mich vielmals. Ich bedanke mich. Das war die 10% Chance, das Match zu gewinnen. Ja, das hätte ich ohne Boost, glaube ich, nicht geschafft. Denn dann hätte Mondgewalt ein bisschen mehr Schaden reingedrückt und ich wäre circa genau jetzt kaputt gewesen. Ja. Aber das ist eben auch so eine Sache an diesem Team. Togekiss hat Antikkraft und Giratina hat Antikkraft. Das sind 2 Pokémon und wenn man das häufig einsetzt, hat man es in einem 5er-Set einmal, den Boost vielleicht so. Genau, manche sagen, der ist zu übertrieben. Wie auch immer. Bei Giratina auf jeden Fall, aber 10%. Die erreicht man auch nicht wirklich häufig. Ich bleibe drin und schilde einmal. Ich will nicht direkt die Führung verlieren. Matschbombe kann natürlich bitter sein. Ich hoffe, du baitest nicht mit Flora-Statue. Sehr schön. Dann habe ich schon mal mehr Energie geschildert. Und auch wenn ich Flammenwurf habe, was mir, wessen ich mir vollkommen bewusst bin, braucht das 3-mal Charme mehr als Antikkraft. Und du hast offenbar sowieso geschildert und jetzt gehe ich rüber. Wir haben gleich viele Schilde, beziehungsweise wenige, wie auch immer man es nimmt. Und ein Zoompex. Wow, du hast ja offenbar gar keinen Konter gegen Giratina hier. Weil Zoompex ist maximal mit Erdbeben neutral. Und wenn du es mir einfach machst und sofort eine Ladeattacke zündest, nein, zündest du nicht. So, Moment. Soll ich schilden oder nicht? 50-50 Chance. Ist er
Jemand, der gerne angeln geht, wirft einen Köder aus oder geht auf Aquahobbitze, die Schilde, und dann drückt er das Erdbeben rein. Ich pokere, du bist so einer, der macht mal. Weil du hast vorhin Matschbombe, dann machst du jetzt hier das Gegenteil. Ja, moin! Quaporette ist der Chef, ich zerfetze dich jetzt mit dem Blubbergefecht, ich bin echt als echt. Hahaha! Urigella, meine Gabesquellen sagen mir, mach weiter so. Oh, oh, oh. Das ist das Erdbeben. Das ist das Erdbeben. Nochmal nur die... Das kann aber nicht sein. Dass du nur so viel auflädst und dann nur zweimal die Aquahobbitze schaffst. Ich glaube, das war eher so ein Panik-Move. Moment mal. Ich hätte viel schneller wechseln sollen. Dann gehe ich jetzt auf Relaxo. Ich hätte viel schneller wechseln sollen, dass ich zuerst zur Antikkraft komme, bevor Togekiss zur Antikkraft kommt. Okay. Na so, los, Bisaflor. Mein Body Slam hätte sowieso nicht KO'd, von daher ärgert es mich gar nicht so, dass ich nicht sofort gedrückt habe. Genau. Oh, jetzt muss ich nur überlegen. Wenn mich Togekiss, dann... Nein, bitte nicht. Bitte für beide, bitte für beide. Okay, war für beide, sehr schön. Wenn mich Togekiss runterfarmen kann und die Antikkraft dann gegen mein eigenes Togekiss hat, das wäre sehr schlimm. Das wäre Worst-Case-Szenario. Wie viel hat denn mein Giratina noch? Das weiß ich gerade echt nicht. Hat es noch die Hälfte? Ich kann sowieso nicht wechseln. Was soll's. Ich muss die Antikkraft bei Giratina bekommen. Also, der Gegner muss Antikkraft hier einsetzen. Nein, 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 das war genau, wie es nicht hätte passieren sollen. Genau das wollte ich vermeiden. Die Antikkraft macht mich jetzt, glaube ich, kaputt, oder halte ich das durch? Ich kenne es in der Hyperliga nicht so. Oh, ich halte es noch durch. Okay, 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 okay. Puh. Oh, hätte ich das anders machen können, wenn ich zuerst in Togekiss gehe? Weil ich glaube, der hatte die Antikkraft schon längst ready. In Togekiss und dann auf Giratina wechseln. Doch, also zumindest mit der Chance, es abzufangen. Ich glaube, das wäre die richtige Wahl gewesen. Die sicherere. Aber hat auch gepasst. Sehr schön. Na gut, das ist eben das Gefährliche. Giratina gegen Giratina, da macht die Ladeattacke effektiven Schaden sogar im Spiegelkampf. Und es war sehr gut, dass ich korrekterweise geschildert habe. Also hier muss ich so schnell wie möglich raus, aber ich weiß nicht mal in was, weil die Sofortattacken Typ Eis, die pfeifern so richtig rein. Und selbst Surfer macht relativ viel neutral bei Togekiss und ein Eisstrahl wäre die komplette Vernichtung. Und Eis ist leider doof gegen beide von meinen anderen Pokémon. Also es macht hier, wenn beides neutral ist, keinen Sinn, auf Erdbeben zu gehen bei Relaxo, sondern einfach auf Body Slam. Ansonsten, ich will ehrlich gesagt gar keine Schilde ziehen. Aber hätte ich Schilde ziehen wollen, hätte ich mehr aufladen können, dass der Gegner denkt, ich setze Kraftkoloss ein. Aber in dem Fall, muss ich ehrlich sagen, hoffe ich sogar, dass du nicht schildest. Ich will Lapras einfach nur loswerden gerade, denn meine anderen beiden Pokémon, Eis ist meine große Schwäche. Eis ist die Schwäche von diesem Team und in der Meisterliga funktioniert es nur so gut. In der Meisterliga funktioniert es nur so gut, weil es dort kaum Eis-Pokémon gibt. Es gibt einfach keine starken Eis-Pokémon. Und ich hoffe so sehr, dass das Surfer ist. Ich habe selbst schon mal Lapras gespielt und das kam mir noch zu kurz vor. Aber hier selbst Surfer. Er geht schon ordentlich rein. Okay, jetzt ist es knifflig. Ich will mir das Pokémon ansehen und kurz überlegen, aber ich will auch in Wahrheit... Ich mache Folgendes. Ich gehe einfach... Oh, okay. So, ich gehe einfach sofort rüber. Und du hast auch ein Giratina anzubieten. Und ich glaube aber in dem Fall, ich meine, wir haben noch beide Schilde. Ich glaube in dem Fall
Ist das Urform Giratina sogar besser, weil es so ordentlich reinpfeift? Oder ich weiß gar nicht. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht. Im Zwei-Schilder-Szenario, ich investiere ohne zu fragen, sowieso ohne zu überlegen, auch wenn das Unheilböen sind, leider, macht weniger Schaden, benötigt weniger Energie und ich schilde es trotzdem. Weil sobald ich dieses Match mit gutem KP verlassen kann, gegen Giratina, dann... Ja, und das kann ich auch. Weil jetzt schilde ich, natürlich auch. Dann habe ich nur noch Bisaflor. Und Bisaflor macht bei meinem Giratina kaum Schaden. Und ich habe noch Flammenwurf. Perfekt, da wird auch nicht rumgefackelt mit irgendwas versuchen, noch runterzufarmen. Okay. Und dann muss ich... Moment. Das sollte in Wahrheit klappen. So, du hast Energie ausgegeben. Okay, genau das wollte ich nämlich haben. Das ist schön. Auch wenn Flora-Statue nicht effektiv ist, der Move ist so krass. Eine zweite Flora-Statue und ich bin weg vom Fenster. Und jetzt habe ich hier Flammenwurf für dich ready. Aber du kannst nun leider, auch wenn ich dich resistiere, kannst du hier sogar Energie auftanken. Okay, und hättest dann vielleicht noch eine Flora-Statue irgendwie gegen mein Giratina ready gehabt, aber... So nicht, Minion, nicht heute, nicht mit mir. Dankeschön. Ja, ich bin also Hyperliga. Liegt mir, wenn die Server auf meiner Seite sind oder wenn sie einfach, wenn die Server auf keiner Seite sind, wenn sie einfach funktionieren, dann ist das schön. Dann ist das ideal, dann kann man die Sachen so machen, wie man sie machen möchte. Ein bisschen Glück mit den Teams gehört auch dazu, aber definitiv kein 1-4. Okay, Zumbex, finde ich in Ordnung. Da muss man gefasst sein. Auf der Schlammwoge. Das war zu früh für eine Schlammwoge, auch wenn Aquahobitze macht ebenfalls ordentlichen Schaden. Aber Schlammwoge tut natürlich etwas mehr weh. Und dann würde ich die zweite Aquahobitze schilden. Genau die hier. Und dann versuchen... Ich setze hier definitiv keine Energie ein, weil Antikkraft ist nicht effektiv und so weiter. Und dann versuchen, kurz vor knapp... rüber zu wechseln. So. Noch ein Charme wäre gut gewesen. Ich hoffe, das ist kein Erdbeben. Wenn das die Aquahobitze ist, würde ich richtig feiern, denn dann bin ich in einer schönen Lage. Jawohl. Das ist perfekt. Energie hast du ausgegeben. Du bleibst sogar drin. Ich will nicht gierig sein und gebe meine Energie aus. Hätte man runterfarmen können und noch eine Aquahobitze dann einstecken, aber... Na, ich will nicht zu niedrig kommen mit den KP, denn die brauche ich offenbar hier. Aha, das Togekiss hat definitiv nicht Charme. Oder? Das ist doch Voltwechsel oder so? Ist es eine Elektroattacke? Aber Moment mal, die macht auch richtig viel. Ist es nur ein Anzeigefehler? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht die Animation relativ anders aus. Aber Moment, wieso sollte Togekiss Voltwechsel haben? Was ist das für eine Attacke? Keine Ahnung. Definitiv würde ich jetzt gerne schnell wechseln. Aber wenn das dein Giratina-Konter ist, dann wissen wir, was jetzt passiert. Zauberschein. Interessantes Giratina, habe ich so noch nicht erlebt. Okay, du hast noch einen Schild für dein letztes Pokémon. Und... ich könnte Antikkraft einsetzen und wird dann vielleicht noch zu einer kommen, aber ich will es nicht riskieren, im Falle sollte er nicht schilden. Und du hast geschildert, wäre Antikkraft besser gewesen, hätte ich nochmal die Chance auf den Boost gehabt und ich wäre zu einer zweiten Antikkraft gekommen. Oder die, das will ich nicht sagen, eine zweite Antikkraft wäre knapp gewesen, aber im Grunde, alles was ich jetzt machen muss, ist ein Erdbeben landen. Das werde ich ja wohl schaffen. Oder nein, einfach ein paar Bodyslam. Wie soll ich es versuchen? Ein paar Erdbeben oder Bodyslam? Bodyslam ist nicht effektiv, aber zwei Bodyslam erreiche ich, glaube ich, vor einem Erdbeben. Willst du mich plötzlich... Jetzt ernsthaft? Das kann ja wohl nicht angehen gerade. Dieser eine Bodyslam, den hätte ich gerade gebraucht, wieder ein bisschen Brot, kurz vorm Verhungern. Das kann echt nicht sein. Komm, sofort attacken. Lecker, 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 Schmecker. Wow. Der hat mich verwirrt, weil er den Sternenhieb anscheinend erst eingesetzt hat, als er schon richtig viel Energie aufgetankt hatte. Und dann... Wow, 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 wow.
Hey, 5 von 5, was geht denn da ab? Der letzte Kampf, der war noch knifflig. Der war echt noch knifflig. Moment, jetzt mal ganz kurz, ich will mir ansehen, was Togekiss noch für Attacken hat. Aha, Kraftreserve hat Togekiss noch. Und offenbar hatte der Kraftreserve von welchem Typ auch immer, keine Ahnung. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon so viele Togekiss in meinem Leben gesehen in der Kampfliga. Aber definitiv noch nicht so eines. 5 zu 0. Ich muss mir die Uhrzeit merken. Nein, das ist völliger Quatsch. Denn gestern, bei mir hier, als diese Serverprobleme aufgetreten sind, habe ich plus minus eine halbe Stunde zur identischen Uhrzeit gekämpft. Ja, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Hat definitiv gepasst. Und man kann jetzt auch nicht mal sagen, ja, die 5 Kämpfe hast du nur wegen Serverproblemen für die anderen gewonnen. Nö. Auch wenn natürlich das für beide vorkommen kann, aber in diesem Fall wäre mir da nichts aufgefallen. Sogar in einem Kampf da. Komm, jetzt mach schon mit Gengar und dann Tickkraft. Dann mache ich einfach so. Na, okay. Sauber. Hey, Moment, ich steige auf Rang 9 auf. Das realisiere ich jetzt gerade erst. Ha. Mein Rang 10 Team befördert mich auf Rang 9. Also, es ist nicht ganz mein Rang 10 Team. Denn wie gesagt, Giratina in der falschen Form oder in der anderen. Da gibt es kein falsch oder richtig. Gut, ich sollte um 46 Punkte so in etwa aufsteigen. Und ich lande auf, um 45 Punkte bin ich raufgegangen. Auf 2525 und erreiche damit erstmalig in der Season 1 Rang Nummer 9. Mit 465 Kämpfen, 264 Siege davon, also 200 Siege. 264 Siege und 201 Niederlagen, wenn ich das mit meinem Taschenrechner hier schnell ausgerechnet habe, laut Adam Riese. Genau, dann würde ich mal sagen, für diese Folge war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach und ich soll weiter.